Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf Banner zu den Skins mit 204 Euro in the Balance. Und ihr seht schon, es gibt ein neues Event, dazu später mehr, weil wir gehen zuerst rein in den Premiumsbereich, haben wir ja nicht mehr. Die Woche ist um. Wer Premium nicht kennt, 100 Äpfel täglich, jeden Tag ein Promocode, Kisten sind 2% günstiger und 9% Chance auf den Double Drop. Aber Promocode, wie immer stehen in der Videobeschreibung zwei Promocodes, die könnt ihr auch erlösen, wenn ihr schon welche eingelöst habt. Dafür geht ihr oben auf den Bonus, Promo Skin und gebt die beiden Codes hier nacheinander ein und klickt dann auf irgendein Feld. Ich nehme immer das hier und jetzt Any Restricted, so ab, ja, ist okay. Ich will aber mal Any Covered haben, damit ich auch mal so eine 20 Euro Deal kriege. Any Set Rack, ja, gut, nehme ich auch noch mit. Und dann dieser Code steht auch noch in der Videobeschreibung, bam. Any Restrict. Gut, dann können wir halt noch nicht. Wir gehen noch rein in Daily Card. Können wir auch einmal am Tag, könnt ihr das hier aufmachen. Ich nehme immer die 5, bisher noch nie das goldene Item drin gehabt. Dementsprechend jetzt bitte, komm. Leider nicht. Gut, dann verkaufen wir den ganzen Kladderadatsch und zack, zack. Und starten rein mit 198 Euro und 1 Cent. Ihr seht, ein neues Event. Läuft genauso wie im letzten Event, wo ich Platz 1 erreicht habe. Jawohl. Wenn ihr Geld aufladet und oder diese Promokisten hier aufkriegt, die sind diesmal so Sonnen. Und dann könnt ihr hier auf Join Event klicken. Dann könnt ihr zum einen würfeln, ne? Auf jedem Feld, wo ihr landet, kriegt ihr dann den jeweiligen Skin. Jeder Wurf wird aber immer teurer. Wenn ihr am Ende unten bei 41 seid, dann kriegt ihr dann auch die Gloves und fangt wieder bei 1 an und wieder bei 50 Sonnen pro Roll. Dann gibt es noch sonst Maschinen, was ich mal mache. Da kann man dann für 30, kann man dann immer rollen. Ne? Und dann gibt es noch die Toplist, ne? Wer am Ende des Events auf einer dieser Plätze ist, kriegt dann den jeweiligen Skin. Ich denke mal, es werden auch wieder 30 Plätze sein. Im letzten Event war ich ja hier auf Platz 1. Dementsprechend gehen wir generell, glaube ich, in diesem Event nicht mehr so Deep Dive rein. Aber komm, wir öffnen zweimal die C-Star Case. Einfach auch, um euch das mal zu zeigen. Obwohl, wir öffnen die dreimal, dann kann ich einmal würfeln und dann kann ich noch in die Slotmaschine reingehen. Um das beides mal zu zeigen, jetzt hier beim Hot Summer Event. Dann können wir gleich mal nachgucken, wie lange es läuft. Ich glaube, irgendwie 60 Tage, 70 Tage, irgendwie so. Gucken wir gleich. Ja, das ist nicht gut. Also, ich weiß nicht, ich kann die Promokisten echt nicht so empfehlen, muss ich sagen. Ich hab bisher eigentlich immer relativ schlecht rausgezogen aus den Promokisten. Im letzten Event hatten wir halt den Arsch gerettet, dass ich Platz 1 war und dann das, war es ein Uros Knife? Ich meine, ja, auf jeden Fall Marble Fade für über 400 dann bekommen habe. Das war ganz nice. Ich glaube aber trotzdem, overall bin ich im letzten Event mit Minus nach Hause gegangen und wir gehen nochmal rein. Machen wir Quick Open. Und nochmal, okay, war beide mal ein Profit. Okay. Dann können wir nämlich reingehen hier in Join Event. Ich habe jetzt 144 Sonnen. Ich kann hier einmal würfeln. Let's go. Bam. Wir kriegen eine 1. Ja, das heißt, wir kriegen den Skin. Das war natürlich schlechteste Nummer. Und ihr seht, der nächste Wurf ist teurer. Das Skin wird dann immer teurer, bis ihr hier unten ankommt, wie ihr bei 1 landet. Aber ihr kriegt dann jeweils immer die Sachen, wo ihr drauf landet. Aber wir gehen rein in die Slotmaschine. Können wir jetzt dreimal rollen. Hier jetzt die 777. Wer Baba? Einmal haben wir sie ja gehittet im letzten Event, die 777. Ah, 3 Punkte zurückbekommen. Aber wenn ihr gerade in der Toplist vorankommen wollt, dann lohnt sich die Slotmaschine am meisten, weil man kriegt hier immer mindestens 3 Punkte zurück und je nachdem halt auch ein bisschen mehr. Gerade zum Beispiel habe ich 54 Sonnen zurückbekommen. Dementsprechend, wenn ihr in die Toplist hochkommen wollt, macht eher die Slotmaschine. Oi, das triggert mich jetzt aber hier. Eine 7 zu wenig. Schade, wie jetzt ist hier die 7. Okay. Gut, dann starten wir jetzt rein. Wir haben noch gar nichts und doch, wir haben ein bisschen was. 12 Euro oder nee, 8 Euro oder so. Aber wir starten rein, wir gehen rein in die Shark Case. 0,2% ist auf dem Dealer. Irgendwann werden wir sie hier auch sehen. Genauso wie wir irgendwann bei der 5 das Knife sehen werden. Ich glaube, wenn ich mich einmal verklicke und eine andere Zahl auswähle bei diesem Daily Card und nicht die 5, dann wird es genau unter der 5 sein. Ich sehe es schon kommen. Also, irgendwann werde ich mich einmal verklicken. Wir sammeln auch noch die Apples. Kriegt ihr ja auch hier fürs Geld aufladen und für jeden Roll kriegt man hier immer Apple zurück. 30 sammeln wir gerade, bis wir 25.000 haben für den großen Apple Roll hier. Gut, das war jetzt nichts. Wir gehen rein in. Ich weiß nicht. Panda Case, da haben wir letztes Mal gut rein. Im letzten Video haben wir hier die Hyper Beast in FN gezogen. Ne? Das war auch schon Baba. Ich weiß nicht, ob mein Luck in der Case over ist. Ne? Ich habe das beste Item rausgezogen, das zweitbeste Item. Jetzt hier noch die Hyper Beast, was glaube ich das drittbeste Item ist. Oder viertbeste. Ja. Schwierig, wir gehen aber rein in die weiße Wahlcase. Die Case mag ich, komm. Die hat mir im letzten Video auch drin, hat dann nicht so viel gegönnt, vielleicht heute. Und ihr wisst auch, wie der Hase läuft, wenn wir unter 140 sind, dann gehen wir all in. Oh, das wäre lecker. Das wäre lecker gewesen. Der ist zu schnell, ne? Der ist zu schnell, der macht hier nicht die Bremse. Der macht natürlich nicht die Bremse. Das wären 153 im schlechtesten Fall gewesen. Natürlich macht er nicht die Bremse, Mann. Wir gehen nochmal rein. Er hat mich jetzt gebaitet. Ach Mann, warum hat er da nicht den Anker mal geschmissen? Aber wie im nächsten Feld ist irgendwie ein richtig krasser Skin. Dann schmeißt er den Anker. Ach, okay, das ist beides miserabel. Beides miserabel. Ja, das hier wäre noch gut gewesen. FN 100, wie viel waren das? 110 oder so? 23. Komm, wir machen nochmal. Wir gehen nochmal rein in die weiße Wahlcase.
das hat mich schon ein bisschen getriggert, gerade mit dem Brightwater. Flip Knife, im schlechtesten Fall wären es 153 Euro gewesen. Eieieiei, das ist ja absolut miserabel. Aber ich muss sagen, die letzten drei Videos, meine ich, letzten drei oder so, liefen extrem gut. Da kann ich mich jetzt nicht beschweren, glaube ich. Ach, 9,2. Profit. Oh, so ein lower Roll, Alter. 9.800, was wäre das in der Panda Gaze gewesen? 9.800. Okay, das wäre nicht das Flip-Knife gewesen, 9.800. Ja, es wären 141 Euro gewesen. Ja gut, dann gehen wir jetzt rein in die Panda Gaze. Let's go, komm. Lass uns mit mehr als 140, ansonsten noch All-In. Ihr wisst, wie der Hase läuft. Komm schon, gönn. Gib mir noch eine Low nochmal. Back-to-back-Low. Oh no, oh no, oh no. Ja, mach nicht den Anker. Geh weiter. Bleib beim Flip-Knife. Mach den Anker. Mach den Anker. Ja! Bam! Nach einer Lower, nach einem Low Roll kommt noch ein lowerer Roll. Roll, Low. Wir haben's. 1711er Roll. Gott sei Dank. Okay, ich hätte aber kurz die Hoffnung, das wäre FN, ne? FN wäre schon Killer gewesen. Aber 209, das ging well warm. Ich bin zufrieden. Wir gehen mit Profit nach Hause. Wir gehen mit Profito Morito nach Hause. Auf jeden Fall. Okay, wir haben fast die 25.000 hier, ne? Kriegen wir das in diesem Video noch hin? Ich glaube nicht. Wir haben jetzt noch 6,77. Komm, wir gehen nochmal hier in die Case rein. Wir gehen nochmal hier rein. Wir gehen nochmal da rein. Wir gehen nochmal rein. Ah, da fehlt ja nicht mehr viel, ne? Im nächsten Video werden wir dann die 25.000er Apple Roll aufmachen. Oh Gott. Mach nicht den Anker. Lauf, 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 lauf. Oh, wäre auch, glaube ich, zu krass gewesen, ne? Hätten wir das jetzt noch gezogen. Gut, 1,22 Euro haben wir noch. Wir gehen mal hier rein, machen mal eine Quick Open. Bam. Oh, uns fehlen nur noch 9. Uns fehlen nur noch 9. Okay, warte, das kann ich so nicht stehen lassen. Wir wollen die Unlike Case noch aufmachen. Dann gehen wir mal. Machen wir hier Sell, Sell, Sell. Und dann müssen wir hier noch einen sellen. Sell. So. Ich sehe nichts. Jetzt holen wir holen uns noch die Unlike Case. 6,25 Euro haben wir noch. 6,25 Euro. Weißer Rabe Case. Komm. Bam, wir holen, jawohl, da haben wir die 25.000, gehen wir jetzt in die Success Case, glaube ich, heißt sie, rein und hoffen, dass wir da nochmal richtig geil gedroppt was bekommen. Das wäre lecker, ist zu schnell. Diesmal baitet er mich nicht in der Case, also was heißt wieder, also in der letzten Case hat er ja nochmal gut gebaitet, hier jetzt nicht, schade. Boah, hoffentlich lohnt es sich, also wir brauchen jetzt einen Skin für 6 Dollar, sonst war das eigentlich ein Minusgeschäft, was ich gerade gemacht habe, aber wir können die Success Case hier aufmachen, wir gehen rein. Oh ja, da sind schon Leckerbissen drin. Gönn was Schönes. Sehen wir auch mal wieder. Apple Roll habe ich schon länger nicht mehr gemacht, weil wir die aufgespart haben. Das ist alles miserabel. Die hier wäre noch okay. Die wäre... Ja, hat sich nicht gelohnt, so Handen auf die und die Skins nochmal zu verkaufen. Schade. Aber wir müssten gut im Profit sein. Bam, 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 bam. 300 Euro. Damit gehen wir nach Hause. Auch ein schönes Flip-Knife Autotronic. Leider nicht die beste Condition, aber hey, ich take es. Ich take es. Und wenn ihr selbst austesten wollt, Link unten in der Videobeschreibung. Geht auf jeden Fall an die beiden Promo-Codes über Bonus, Promo-Skin. Gönnt euch und auch Daily Card. Und auch keine Sorge, die Skins von CSGO werden 1:1 übernommen in CS2, wenn es jetzt diesen Sommer rauskommt. Irgendwann. Genauer Termin leider noch nicht bekannt. Ich freue mich riesig drauf. Also, wenn ihr noch ein paar CSGO-Skins braucht, Link in der Videobeschreibung. Damit vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns hoffentlich in einem anderen Video. Haut rein und ciao, ciao.